Jo Leute, herzlich willkommen zu Ozark OD zum neuen Video. Ich begrüße euch heute wieder hier ganz herzlich zu einem neuen Unboxing bei mir auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder so ein Haustechnik-Highlight. Beim letzten Mal habe ich euch ja diesen übersatten Waffelmaker vorgestellt gehabt. Vielleicht erinnert ihr euch, oder wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, findet ihr das hier oben in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann nochmal draufklicken. Und heute gibt es wieder ein Unboxing. Und zwar haben wir uns ein, ja, ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen, ein Dörrautomaten geholt. Und zwar von der Firma Klarstein. An dieser Stelle keine Werbung, aber wir haben uns natürlich wieder neu orientiert. Vielleicht habt ihr das ja gesehen, die gute Mira, die mir auch immer gut unter die Arme greift, auch bei meinem Videoschnitt, die hat ja vor, na gut, 2 Monaten ein richtig geiles Video zum Thema Paprikapulver selber machen. Das verlinke ich euch auch hier oben in der Ecke, da könnt ihr mal draufklicken, falls ihr gerne wissen wollt, wie man Paprikapulver selber macht. Gemacht, und dafür haben wir einen Dörrautomaten gebraucht. Unser alter Dörrautomat ist leider kaputt gegangen, dementsprechend mussten wir uns jetzt einen neuen kaufen, und heute gibt es dafür das Unboxing zu diesem Klarstein, ja, Dörrautomaten. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Wie ihr seht, ich habe das schon mal aus der Verpackung von Amazon halt rausgeholt, also aus der Pappverpackung. Der Dörrautomat, wenn ihr ihn hier vorne erkennen könnt, der ist so ein Mehrfach-Etagen-Dörrautomat. Der ist in diesem roten Verpackung drin. Hier oben ist der Name vom Hersteller. Und wir gucken jetzt einfach mal rein, was da so drin ist. Und ja, ich guck mal einfach oben rein. Also, zack und zack. Also, ich kippe euch das mal an. Ihr seht, der ist in so einer Schaumstoffverpackung hier an der Seite, damit er nicht kaputt geht. Oben ist Plastik drauf und hier oben ist der Dampfauslass-Dings hier für die Dürrgeschwindigkeit. Ich heb das mal raus. Ich muss das mal... Wie ein Profi ist er jetzt auch ausgepackt. Ihr seht, an der Seite sind zwei, also an der linken Seite, rechten Seite, so eine Styropor- und Schaumstoff-Dinger, die das Ganze halt für den Transport befestigen. Die nehmen wir jetzt hier mal ab und... packen sie einfach mal beiseite. Der gesamte Dörrautomat, wie ihr seht, der hat eine ganz normale, also so mehrere Etagen, dass man mehrere Produkte auf einmal halt dörren kann. Oben ist ein grüner, also ich glaube, das ist grün, ist so ein hellgrüner Deckel. Die Unterseite seht ihr auch, ist auch hellgrün. Dann packen wir den mal aus der Plastikverpackung hier aus und gucken uns nochmal genau an, was innen drin ist, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt. So. Zack, ich drehe und ich den jetzt hier mal, damit ihr da besser einen besseren Blick drauf werfen könnt. Ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen. An der Vorderseite finden wir hier die einzelnen Funktionen, also eine Temperatureinstellung, eine Zeiteinstellung und das Anschalten von dem Gerät. Das heißt, dass man auch über Timer mehrere Stunden hinweg verschiedene Sachen halt dörren kann. Wenn ihr beispielsweise halt gerne getrocknete Früchte haben möchtet, kann man ja auch im Supermarkt kaufen. Das heißt, so ein getrockneter Apfelringe oder Birne oder halt Orangenscheiben oder sowas, das kann man mit diesem Gerät halt sehr, sehr gut machen. Das Gerät ist aufgebaut, wie gesagt, auf mehrere Etagen und kann man halt, ja, hier sind es jetzt insgesamt 6, wenn ich das sehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Etagen, die man halt stapeln kann. Wir haben von einem anderen Dörrautomaten noch Etagen übrig, das heißt, man könnte die dann noch höher stapeln, also so auf, ja, 10 Stück oder 11 Stück, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich baue das euch jetzt hier auseinander, um euch das mal zu zeigen. So sieht der Deckel aus, der hat hier an der Seite 6 Halterungen und diese Halterungen sind alle auf der gleichen Seite aneinander aufgesetzt, so dass man halt jede Schiene einzeln machen kann. Unter dem Deckel befindet sich die Bedienungsanleitung. Ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen. Da steht dann nochmal genau drin, wie man das Ganze verwenden kann. Sicherheitshinweise, wie man den mit Strom benutzt, wo die Oberseite ist und wo die Unterseite ist. Ich glaube, das kann man hier auf dem Bild ganz gut erkennen. Ansonsten zoome ich das mal für euch rein. Ja. Trick des Ganzen ist natürlich, dass man jetzt mit diesem Dörrautomat sich natürlich richtig gut lecker Früchte und sowas halt selber machen kann. Man könnte natürlich halt auch andere Sachen dörren, also Fleisch, Wurst oder sowas, halt getrocknete Sachen machen, die man dann halt auch verzehren kann. Das ist sehr, sehr, sehr gut und das, da freue ich mich schon riesig drauf, wie ihr sagt, weil ich mag ja auch gerne so getrocknete Früchte mal zu essen. Habe ich mir ja auch in einem unserer Weihnachtsmarkt-Videos ja mal auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Ist ja bald wieder soweit, wisst ihr ja. Dann schaut auch da auch nochmal rein. Ja, und ansonsten baue ich das jetzt hier mal auseinander und zeige euch das einfach mal, wie das funktioniert. Hier innen drin ist noch so ein Gummieinsatz, der ist, also das ganze System ist natürlich Spülmaschinen geeignet. Das heißt, wenn man fertig ist mit dem Dörren, da kommt ja Feuchtigkeit raus, da kommt ja Zucker raus aus irgendwelchen Früchten oder sowas, kann man das Zeug auch einfach in die Spülmaschine stellen und dann macht die Spülmaschine das von alleine wieder sauber. Und so sieht das dann aus mit jeder Etage, dass man dann ganz vorsichtig die aufeinander bauen kann. Ihr seht jetzt auch hier, ich mache das mal hochkant, dieses Gitternetz, die Luft strömt dann, wie gesagt, durch die einzelnen Etagen von unten nach oben hindurch und sorgt dann dafür, dass dann halt auch alle
Produkte, die da drin sind, gleichmäßig gedörrt werden. Ich nehme das nochmal ganz aus, dass ihr jetzt unten nochmal den Motor vielleicht sehen könnt. So sieht das Ganze dann von ganz unten aus. Es ist diese grüne Unterseite. Hier ist dann der Motor mit drin, mit der Luftzirkulationseinheit und auch natürlich der Wärmeeinheit. Das Ganze wird ja dann auf eine Temperatur eingestellt, die für die Dürrqualität dann des jeweiligen Produktes wichtig ist. Dazu gibt es natürlich auch zahlreiche Rezepte im Internet. Da könnt ihr euch natürlich auch mal informieren. Da habe ich jetzt aber keine zur Hand. Auf der Rückseite seht ihr dann hier den Stromanschluss, also die das Stromkabel ist ein ganz normaler, hier so ein Standardstromanschluss. Und hier unten die Seriennummer des Gerätes und auch, wo es produziert wurde. Das heißt, falls es doch mal Probleme mit dem Gerät geben sollte, kann man sich dann an den Hersteller wenden. Auch da wieder standardmäßig 2 Jahre Herstellergarantie auf dem Gerät drauf. Und könnte dann halt, falls doch mal was ist, sich da an denjenigen halt wenden. Oder halt, wenn es dann über einen Zwischenhändler oder über Amazon ist, kann man es halt auch über Amazon machen. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, war es das dann schon soweit mit diesem Unboxing zu diesem geilen Haushaltsgerät mal wieder. Falls ihr Interesse daran habt, was ihr wer alles mit diesem richtig geilen Dörrautomat zu machen, dann würde ich euch bitten, schaut auf jeden Fall auf dem Kanal von der Miracolina mal vorbei. Da habe ich euch am Anfang ja das Ganze schon verlinkt. Falls ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann schreibt mir doch auf jeden Fall mal in die Kommentare, was wir uns als nächstes für ein cooles Haushaltsgerät mal anschauen sollen oder kaufen sollten. Da bin ich euch natürlich sehr verbunden. Wenn ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid, dann könnt ihr das natürlich kostenfrei hier oder hier oder hier nachholen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.